So, wir machen jetzt einen spontanen Tagestrip nach Waiheke. Ich habe leider keine Wasserflasche dabei und das Wasser ist hier extrem teuer. Aber zum Glück gibt es in Neuseeland ständig diese freien Trinkstationen. Richtig nice. Sehr geil. Wir machen jetzt eine Wanderung. Wir haben uns da spontan für diese Wanderung entschieden. Und ich habe leider keine richtigen Schuhe dabei. Und das macht es gerade ein bisschen interessant. Und es ist passiert. Yeah. Ich hab's gleich. Es kommt. Oh. Also eine Wanderung in Flipflops kann ich definitiv nicht weiterempfehlen. Ich kann das Flipflops laufen nicht nur nicht empfehlen, es ist total beschissen. Wir haben Besuch. Hundi will, dass wir gehen, glaube ich. Wir gehen schon. Wir gehen schon. Es ist zwar schweineteuer, aber dieses Sandwich schmeckt richtig gut. Und ich habe ja auch was richtig Cooles gefunden. Und zwar eine Plastikwasserflasche. Aber nicht aus Plastik, sondern die ist aus Pflanzen gemacht. Das heißt, man kann die immer wieder verwenden. Das heißt, es ist trotzdem gesund. Richtig cool. Ich komme überhaupt nicht zurecht mit all den Zufällen, die heute passiert sind. Zuerst habe ich die beiden aus dem Hostel getroffen und wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam heute eine Wurzel machen. Und dann haben wir am Infostand Cyril kennengelernt und getroffen und sind dann aber alleine wandern gegangen. Da gibt es ganz viele verschiedene Wanderwege und wir haben uns ja total verlaufen. Und dann haben wir ihn einfach wieder getroffen und dann irgendwann waren wir beide alle zusammen was essen und dann haben wir uns irgendwie verloren. Also die beiden waren eben was suchen und dann waren die weg und dann sind Cyril und ich einfach zu zweit weiter rumgelaufen. Und haben halt gemerkt, dass wir beide Film und Fotos machen und haben dadurch echt eine coole Zeit zusammen gehabt. Dann wollten wir uns nur irgendwann was zu trinken kaufen, das war dann 4 Stunden danach. Und gerade als wir mit den Getränken aus dem Geschäft rauskommen, kommt auf einmal ein Bus zur Fähre. Und wir dachten uns so, okay, perfekt, dann fahren wir jetzt. Und was wir nicht wussten, dass es der letzte Bus war, also der Bus für die letzte Fähre. Und dann steigen wir da ein und fahren. Und wen treffen wir an der nächsten Busstation? Wieder die zwei Herren aus dem Hostel. Unfassbar. So, ich bin wieder zurück in meinem Lieblingshostel, auch wenn es hier voll ausgebucht war und ich ein anderes umbuchen musste. Und jetzt wird wieder gekocht. Wir wollten eigentlich Curry machen, aber das Currygewürz ist leider nicht da. Und jetzt packen wir einfach irgendein anderes random Zeug rein. Cumin, Soja. Mal schauen, wie das schmeckt. So, das war ein etwas kürzerer Vlog. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ihr auch in Zukunft keinerlei Videos von mir verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach kostenfrei meinen Kanal oder klickt sogar auf die Glocke, denn dann bekommt ihr jedes Mal, sobald ich ein neues Video hochlade, direkt eine Benachrichtigung. Außerdem geht ein großes Dankeschön an den Matthias raus, denn der hat mich über den PayPal-Link in der Videobeschreibung ein kleines bisschen unterstützt. Und falls euch interessiert, was für Equipment ich benutze oder was ich generell auf der Weltreise dabei habe, all das habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.